Also, wir haben den Stefan Zimbrich von Fieldfisher heute zu Gast. Und etwas, was ich über Fieldfisher recherchieren durfte und was mir der Herr Zimbrich auch gesagt hat, Fieldfisher hat über 25 Büros weltweit, über 2000 Mitarbeiter, davon immerhin über 1000 Anwälte auch. Also da sieht man die geballte Kraft dieser Anwaltskanzlei. Und Fieldfisher ist eine europäische Kanzlei, zwar Standorte in USA und in China, aber mit einem ganz klaren Fokus auf Europa. Und was für uns als Gentis natürlich auch wichtig ist, inhaltlich voller Fokus auf Tech, auf Technologie und auf EdTech. Und der Herr Zimbrich selbst hat über 10 Jahre Erfahrung schon auf diesem Gebiet in der Klientenberatung auf dem Thema EdTech und Online-Marketing, wo natürlich auch sehr stark der Datenschutz hineinfällt. Und das freut uns sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Er ist auch Partner von Fieldfisher in Deutschland und insofern auch in Deutschland sehr bekannt. Wir haben im Vorfeld auch sind wir auf ihn aufmerksam geworden und er ist uns als Top-Experte für den deutschen Markt empfohlen worden. Und insofern freut es uns umso mehr, dass wir das heute gemeinsam durchführen können. Zum Ablauf noch, wir haben ungefähr 2 mal 15 Minuten jeweils Impulsreferat, Folien hier vorbereitet, der Herr Zimbrich über die rechtlichen Dinge und ich werde mehr über die technische Handlungsanleitung sprechen dürfen. Und danach gibt es noch genug Zeit für Fragen. Sie haben alle die Möglichkeit, jetzt schon während des Vortrages schon Fragen hineinzutippen, dass sie sich ja nicht übersehen und dann würden wir danach das einzeln durchgehen. Gut, das wäre es einmal soweit zur Einleitung. Setting the stage. Ich habe jetzt noch eine Folie als Zwischenbild. Viele von Ihnen werden das auch gesehen haben in unserem Text. Wir sind wenige Tage vor Halloween und ich habe dann gleich einmal den Vergleich gemacht, das schreckliche Bild des Halloween auf den ersten Blick vermittelt, hier bei einem kleinen Kind, um es ein bisschen zu entschärfen. Könnte für den einen oder anderen beim Datenschutz auch so sein. Im Endeffekt vergleichen wir hier mal vielleicht eher den Schock am Anfang, aber wer sich beginnt damit zu beschäftigen, der kennt die Süßigkeiten dem ganzen Thema drinnen und den Spaßfaktor. Und vor allem für jedes Unternehmen ganz klar die Botschaft, es ist gut, sich damit zu beschäftigen, weil man dafür ein Asset schaffen kann fürs Unternehmen. Hier geht es immerhin um Daten und Daten ist der Treibstoff in der Zukunft, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Das heißt, wer sich damit beschäftigt, tut seinem Unternehmen auf jeden Fall etwas Gutes. Gut, genug der langen Einleitung. Herr Zimbrich, ich übergebe Ihnen jetzt noch einmal die Möglichkeit, selbst weiterzuklicken. Und ich würde sagen, the stage is yours. Vielen Dank, Herr Müller. Vielen Dank. Und auch von mir aus ein herzliches Hallo an alle, die heute bei uns sind, aus Hamburg, hier mit ganz tollem Wetter heute ausnahmsweise mal. Ja, wir haben viel vor in der nächsten Dreiviertelstunde. Einen schnellen Überblick, sehr kompakten Überblick über die aktuellen Entwicklungen im Online-Marketing-Bereich mit Blick auf die Datenschutzgrundverordnung und auch auf die E-Privacy-Verordnung beziehungsweise das neue deutsche TTDSG. Marktentwicklungen und rechtliche Implikationen und dann nicht zuletzt natürlich auch ein Blick auf die Frage, wie Jentis an der Stelle einzusortieren ist und an welcher Stelle Jentis auch rechtlich Vorteile bieten kann. Ich würde jetzt einfach gleich mal einsteigen und wenn ich hier weiterklicken kann, was ich im Moment nicht kann. Vielleicht, Herr Müller, können Sie einmal kurz nächste Folie schalten. Das funktioniert hier gerade nicht. Dann gucken wir uns mal an, was im Moment eigentlich so läuft. Und man muss schon feststellen, dass das Thema Online-Werbung, Online-Marketing, AdTech, MarTech, das ist im Moment richtig heiß. Und das Ganze fing schon vor 2 Jahren an mit drei Entscheidungen des EuGH. Da ist zum einen die Fashion-ID-Entscheidung zu nennen, die sich mit der Frage der gemeinsamen Verantwortlichkeit beschäftigt hat, und dann aber auch die 2 weiteren Entscheidungen, die sich mit der Frage befassen, ob eigentlich für das Setzen von Cookies Einwilligungen erforderlich sind. Und das war eine Vorlagefrage des BGH. Die kam dann vom EuGH im Prinzip bejahend zurück. Nicht weiter überraschend hat der BGH dann im Mai 2020 auch festgestellt, ja,
das Opt-out-Prinzip, das eigentlich im deutschen Telemedienrecht immer festgelegt war, in § 15 Absatz 3, das gilt nicht mehr. Es wurde im Prinzip in sein Gegenteil verkehrt. Man braucht für Werbecookies eine Einwilligung. Daraufhin haben sich dann im Sommer bzw. Herbst 2020 schon die deutschen Landesdatenschutzbehörden zusammengefunden und eine koordinierte Prüfung von Cookie-Bannern angestoßen, die immer noch läuft zum Teil. Gab es dann zuerst Fragebögen, vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen auch mal so einen Fragebogen bekommen. Und daraufhin wurden jetzt auch Verfahren eingeleitet gegen verschiedene Webseitenanbieter mit dem Ziel eben, dass die Praxis, wie diese Einwilligungen eingeholt werden, dann auch entsprechend dem Urteil des BGH angepasst wird. Im Frühjahr 2021 hat dann Johnny Ryan, das ist ein bekannter irischer Datenschutzaktivist, der unter anderem auch sogenannter Senior Fellow des Irish Council for Civil Liberties ist. Das ist vergleichbar vielleicht mit NYOB oder NOYB von Max Schrems in Österreich, eine Datenschutzorganisation. Der hat in Hamburg vom Zivilgericht Klage gegen das OpenRTB-Protokoll im Prinzip eingereicht. Da steht also zur Debatte insgesamt die Art und Weise, wie heutzutage Werbetechnologie funktioniert. Auch Max Schrems war nicht untätig und hat mit seiner Organisation dann im August 2021 erstmal sich ein kleines Tool gebaut und 10.000 Webseiten automatisiert überprüft. Daraufhin dann 422 formelle Beschwerden bei 10 EU-Datenschutzbehörden eingereicht. Das wiederum auf der rechten Seite dieser Folie sehen wir das schon im Oktober, hat jetzt dazu geführt, dass auch der Europäische Datenschutzausschuss, das ist diese Einheit der Europäischen Union, eine Taskforce eingerichtet hat, um das alles zu koordinieren, damit das nicht widersprüchliche Entscheidungen gibt. Das heißt aber auch, das ist auf der obersten Ebene angekommen, die in Europa behördlich vorhanden ist. Dass das Ganze eine finanzielle Komponente haben kann, das zeigt unter anderem eine Klage, die eine niederländische Verbraucherschutzorganisation eingereicht hat, in der TikTok auf Schadensersatz verklagt wird. Es geht da um 4,5 Millionen User. Pro User wird irgendwie ein Schadensersatzbetrag von 1250 bis 1500 Euro angesetzt. Und dann kommen sie bei einer Gesamtklagsumme von 6 Milliarden Euro raus. Davor gab es schon eine weitere Klage, auch über 2 Milliarden Euro. Da ging es nur um die Verarbeitung von Daten Minderjähriger. Auch die deutschen Verbraucherschützer sind nicht untätig. Die VZBV hat im September erst 100 Abmahnungen wegen vermeintlich unrechtlicher oder rechtswidriger Cookie-Banner ausgesprochen. Was da konkret bei rauskommt, bleibt abzuwarten. Wir sehen jetzt im Dezember dem Inkrafttreten des TTDSG, einem neuen Stammdatenschutzgesetz für den Online-Bereich, entgegen. Das ist im Prinzip eine direkte Folge, zum einen dieses Cookie-Einwilligung 2-Urteil des BGH, als auch des Umstands, dass die Europäische Union mit der E-Privacy-Verordnung nicht so richtig weiterkommt. Wir sehen also, es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Feld im Moment, in dem sehr viel Bewegung drin ist, in dem auch sehr viele Themen noch nicht wirklich ganz geklärt sind, in dem aber auch die behördlichen Vollstreckungsmaßnahmen zunehmen und das Risiko für nicht einwandfreie Umsetzungen auch eben steigt. Wenn wir uns angucken, wie das Ganze technisch heute funktioniert, ich habe hier mal so ein ATTEC-MARTEC-Standard-Data-Flow mitgebracht, dann stellen wir fest, dass wir im Prinzip fünf Schritte haben, die hier, wenn man das ganz vereinfacht darstellt, passieren. Wenn der End-User eine Webseite aufruft, wird natürlich erstmal vom Browser des End-Users der Server der Webseite angesprochen. Der gibt dem Browser den Webseitencode, der Browser führt den Webseitencode aus. In diesem Webseitencode sind Tracker drin, Tags von Drittanbietern. Er lädt also mit dem Webseitencode, wenn er den ausführt, auch diese Drittanbieter-Tags von MarTech-Anbietern, von AdTech-Anbietern. Das wiederum erlaubt diesen Anbietern, Drittanbietern, einen direkten Zugriff auf die Daten, die der Browser aussendet, und den direkten Zugriff eben auch auf einige technische Gerätedaten. Das ist dann das, was wir üblicherweise hier unter Tracking verstehen. Da werden also Referrer-URLs eingesammelt, da werden User-Agent-Daten eingesammelt, Timestamps eingesammelt, IP-Adressen eingesammelt und in der Regel eben auch der Rechner des End-Users mit einem
eindeutigen Identifier markiert, sodass er beim späteren Aufruf einer Webseite, auch einer anderen Webseite, das ist ganz wichtig, wiedererkannt werden kann. So hat diese Industrie, dieser Bereich hier seit Jahren jetzt funktioniert. Was hat der Webseitenanbieter davon, von der Einbindung? Zum einen ermöglicht er die Vermarktung der Werbeflächen, im Fall der AdTech-Anbieter, und die MarTech-Anbieter, die bieten eben vor allem eine Analyse des Nutzerverhaltens auf der eigenen Webseite und versorgen diesen Webseitenanbieter dann eben mit entsprechenden Reportings, sodass der Webseitenanbieter besser versteht, woher die Nutzer auf seiner Webseite kommen, welche Bereiche auf der Webseite besonders beliebt sind und so weiter und so fort. All das ist personenbezogen, weil dieser Unique Identifier, der gesetzt wird auf dem Browser des End-Users von den Behörden, als personenbezogenes Datum eingestuft wird, genauso wie die IP-Adresse, die dabei auch in der Regel erhoben wird. Wenn wir uns angucken, was wir rechtlich an diesem, also in diesem System, was für rechtliche Vorschriften da vor allem relevant sind, dann ist es wichtig zu verstehen, dass wir nicht nur ein rein datenschutzrechtliches Thema haben, sondern wir haben eben auch noch die E-Privacy-Regulierung. In Zukunft Paragraph 25 TTDSG. Und das sind völlig unterschiedliche Dinge. Die DSGVO regelt den Umgang mit personenbezogenen Daten, für die man dann eine Rechtsgrundlage benötigt. Da gibt es 6 verschiedene in der Datenschutzgrundverordnung. Für MarTech und AdTech ist nach mittlerweile vorherrschender Auffassung in der Regel nur eine Einwilligung möglich. Berechtigtes Interesse für wenige eher basale Datenverarbeitungen unter Umständen auch noch. Alles andere scheidet de facto aus. Die DSGVO und überhaupt alle Datenschutzgesetze sind parallel zur E-Privacy-Richtlinie beziehungsweise zum TTDSG anwendbar. Also es ist völlig unabhängig voneinander. Artikel 5 der E-Privacy-Richtlinie beziehungsweise Paragraph 25 des TTDSG regeln das Schreiben und Lesen von Informationen auf dem Endgerät. Schutzgegenstand ist die Privatsphäre des Nutzers, nicht der Datenschutz. Und es gibt da eine Regel, die besagt, eigentlich muss man immer eine Einwilligung einholen, es sei denn, der Zugriff bzw. das Lesen von Informationen ist unbedingt erforderlich, um einen Dienst, der vom Nutzer gewünscht ist, gegenüber dem Nutzer zu erbringen. Diese Regel greift auch, wenn keine personenbezogenen Daten erhoben werden. Das ist ganz wichtig. Also selbst wenn ich ein System nutze, das zwar einen Cookie setzt oder Daten trackt, die aber nicht personenbezogen sind, also keine Unique ID, sondern nur, ich greife mir von dem Rechner des Nutzers vielleicht nur den User Agent ab. Das reicht schon, um in diesen Anwendungsbereich reinzufallen, völlig unabhängig davon, wie man die Daten dann datenschutzrechtlich bewertet. Insofern muss man immer beide Regelungsalternativen hier im Kopf behalten und beide Regelungsbereiche im Kopf behalten und auch mit beiden klarkommen. Wenn wir uns jetzt angucken, was wir im datenschutzrechtlichen Bereich dann brauchen, dann stellen wir fest, ja, wenn wir personenbezogene Daten haben, dann ist das die DSGVO und die jeweiligen Landesdatenschutzgesetze anwendbar. Personenbezogene Daten sind klar, erstmal natürlich Name, Anschrift und so weiter, E-Mail-Adressen auch, aber eben auch solche Cookie-IDs, IP-Adressen, Mobile-Advertising-IDs und eben auch Device-Fingerprints, weil die ja im Prinzip genauso funktionieren wie so eine Unique Cookie ID, genauso wie präzise Location-Daten von den Behörden als personenbezogen angesehen werden, insbesondere dann, wenn sie ein Bewegungsmuster verraten. Und zum Teil kann man dann eben auch, wenn man zum Beispiel nachts mehrere Location-Punkte nimmt, dann kann man ja auf den Wohnort rückschließen. Pseudonyme Daten sind auch personenbezogene Daten, das wird auch oft falsch verstanden. Also man kann pseudonymisieren und das ist auch gut, weil es zusätzliche Datensicherheit bringt und weil es auch in der Abwägung zum Beispiel eines berechtigten Interesses positiv zu Buche schlägt. Aber man bleibt voll im Anwendungsbereich der DSGVO und Cookie-IDs, Mails, Hash-Werte von personenbezogenen Daten, das sind dann eben solche pseudonymen Daten, die noch mit einem weiteren Schritt erst zu identifizierbaren Daten werden können. Nichtsdestotrotz muss man sich eben mit der DSGVO auseinandersetzen und die Anforderungen auch einhalten. Nur wenn man anonyme Daten hat, dann ist die DSGVO nicht anwendbar. Wenn man jetzt ohne, dass man eine IP-Adresse dazu speichert, eine ID dazu speichert oder sonstige personenbezogene Daten dazu speichert, nur die Referrer-URLs zum Beispiel verarbeitet oder nur den User-Agent verarbeitet, oder Screen Resolution, Device Types und so weiter, also Daten, die
nicht nur auf eine Person zutreffen, dann ist man in diesem Bereich der anonymen Daten. Das ist hier in der Regel nicht gegeben. Das kann ich schon mal gleich sagen. Die Anforderungen an eine Anonymisierung sind sehr, sehr hoch. Das wird jetzt einmal zu schnell. So, das zweite große Thema, das im Moment alle beschäftigt hier, ist das Thema Schrems II. Der Hintergrund hier ist, dass die Datenschutzgrundverordnung für die Übermittlung von Daten, personenbezogenen Daten in das Nicht-EU-Ausland vorsieht, dass bestimmte Garantien da sein müssen, bestimmte Sicherungsmaßnahmen. So, da gibt es unterschiedliche Varianten. Es gibt zum einen Beschlüsse der EU-Kommission, dass bestimmte Länder ein vergleichbares Datenschutzniveau aufweisen. In diesem Fall muss man sich um nichts weiter kümmern. Dann gibt es aber eben auch die unsicheren Drittländer. Und da gibt es dann Standardvertragsklauseln. Das ist ein Vertragsmuster, das von der Kommission herausgegeben wurde. Und dann gibt es eben auch im Fall der USA oder gab es bislang ein Abkommen zwischen der EU und den USA. Das hieß jetzt zuletzt Privacy Shield. Und wenn man bestimmte Maßnahmen ergreift, das empfangende Unternehmen in den USA musste sich also diesem Privacy Shield Regelung unterwerfen, da war das auch so okay. Da hat Herr Schrems aus Österreich geklagt und der EuGH hat ihm Recht gegeben. Warum heißt es Schrems II? Weil Herr Schrems schon mal geklagt hatte gegen den Vorgänger vom Privacy Shield, damals Safe Harbor, und auch da hatte er Recht bekommen. Das ist jetzt also das zweite Mal, dass Max Schrems die Möglichkeit gekippt hat, in die USA personenbezogene Daten zu übermitteln. Der EuGH hat jetzt festgestellt, das Privacy Shield gilt nicht mehr. Die Standardvertragsklauseln können weiter genutzt werden, aber es muss ergänzende Maßnahmen, sogenannte Supplementary Measures, geben. Und man muss ein Transfer Impact Assessment vornehmen, also eine Abwägung, wie hoch das Risiko ist. Als Supplementary Measures in Frage kommen hier Anonymisierung, Pseudonymisierung, Verschlüsselung und so weiter. Aber nicht ausreichend ist es, wenn allein die Server in der Europäischen Union sind, solange der Mutterkonzern in den USA sitzt, und deshalb auch auf eine entsprechende behördliche Aufforderung die EU-Tochter auch anweisen kann, die Daten rauszurücken. Kurzer Blick noch auf technische Entwicklungen, die im Moment im Markt passieren. Wir sehen ja, dass dieses traditionelle Modell, das ich eingangs vorgestellt habe, nicht nur datenschutzrechtlich unter Druck kommt, sondern auch technisch, weil Google und Apple und andere, Firefox nicht zuletzt, also Mozilla, mittlerweile einiges unternehmen, um diese Third-Party-Cookies in den Browsern schon zu blockieren. In iOS ist da jetzt auch ein ziemlich hartes Einwilligungsregime drüber. Reaktion des Markts, wir machen das als First-Party-ID, wir bieten eigene Produkte an, die eben diese Blockade umgehen, LiveRamp, NetID, ID5, Zeotap zum Beispiel. Für die rechtliche Bewertung hat das keine Auswirkung. Auch First-Party-IDs sind personenbezogene Daten. Und First-Party-IDs, die in die USA übermittelt werden, müssen sich ebenfalls mit dem Schrems II-Urteil auseinandersetzen. Auch hier bleibt es dabei, dass ein Einwilligungserfordernis besteht, wenn es für Marketingzwecke genutzt wird. Was auch interessant wird, dass Google seit einiger Zeit arbeitet an einem eher kontextuellen Marketing-Tool, das nennt sich Flock, Federated Learning of Cohorts. Das haben sie in Europa wieder zurückgezogen, weil sie es dann doch nicht datenschutzkonform hinbekommen bisher. So, wenn wir jetzt mal angucken, jetzt kommen wir zu Jentis. Jentis ist ein Tool, das man im Prinzip, der Herr Müller sagt immer Katalysator dazu, als Mittler zwischenschalten kann zwischen den Martech- und EdTech-Anbietern und den Server der Webseite. Und wenn wir sehen, wie der Dataflow jetzt ist, dann gibt es halt den Aufruf der Webseite ganz traditionell, Download-Webseitencode auch traditionell. Dann wird aber ein Jentis-Tag geladen und nicht gleich die Martech- und EdTech-Tags geladen. Und Jentis sorgt dann dafür, dass der Tracker nicht direkt im Browser platziert wird, sondern auf dem Twin-Server. Und kann eine synthetische ID vergeben werden, da kann die IP gekürzt werden. Da kann also in ganz vielgestaltiger Art und Weise Einfluss genommen werden auf das, was an Daten tatsächlich in den Übermittlungsvorgang eingespielt wird, zu dem Martech-Anbieter geht, zu dem EdTech-Anbieter geht, der dann im Zweifel auch gar nichts davon merkt, dass er gerade teilsynthetische Daten erhält. Damit kann man im Prinzip dafür sorgen, dass zum einen die Daten nicht mehr direkt personenbezogen sind. Man kann also die IP kürzen, sodass man sagen kann, es handelt sich nicht mehr um ein personenbezogenes Datum an der Stelle. Man kann synthetische IDs
nutzen, die zumindest für die Empfänger, also die MarTech-Anbieter und EdTech-Anbieter, anonym sind, für Jentes gegebenenfalls pseudonym sind, beziehungsweise für den Webseitenanbieter. Und all das hat zwei Folgen, wenn man sich das rechtlich betrachtet. Man hat zum einen ein gutes Argument, mal gucken, ob es geht, dass keine Einwilligung für das Setzen des Tags erforderlich ist, weil es sich hier um einen unbedingt erforderlichen Tag handelt. Warum sollte der hier unbedingt erforderlich sein? Zum einen, weil man damit eben dem Erfordernis von Supplementary Measures nachkommt, wie der EuGH das im Schrems II-Urteil gesagt hat. Und zum anderen auch, weil die Erforderlichkeit sich hier dann doch auch daraus ergeben kann, dass man über diesen Weg der Pseudonymisierung, Anonymisierung eben eine datenschutzfreundliche Gestaltung umsetzt. Und das ist ja erstmal im Sinne des Gesetzgebers. Deswegen sind wir auch aus rechtlicher Sicht hier der Auffassung, dass das eine sehr belastbare Argumentation hier ist, dass man sagt, wenn das entsprechend konfiguriert wird, dass also die US-Anbieter dann eben keine direkt personenbezogenen Daten mehr bekommen, dann kommt man hier auch um die Cookie-Einwilligung herum. Gleichzeitig ist Jentes dann auch eine Möglichkeit, diese Forderung nach Supplementary Measures zu erfüllen im Sinne der Schrems II-Rechtsprechung, weil man eben pseudonymisiert, weil man dafür sorgt, dass die Daten, die die Partner in den USA bekommen, für den Partner nicht mehr mit anderen Daten gut kombinierbar sind, dass man da keine Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen kann, dass selbst wenn ein Geheimdienst zugreift, keine IP-Adresse dabei ist, die ID, die dabei ist, nicht mehr mit anderen IDs assoziiert werden kann. So, und auch da glauben wir, dass damit eigentlich den Forderungen, die der EuGH hier aufgestellt hat, insoweit Genüge getan ist, als dass das Risikoprofil einer US-Übertragung dann wirklich so minimal wie möglich ist. Das erstmal aus unserer Sicht hier. Wenn man das Ganze so machen möchte, das ist dann trotzdem so, dass es aus rechtlicher Sicht leider ein paar Anforderungen gibt. Sobald man nämlich auf Basis berechtigter Interessen hier die Daten verarbeitet und auch pseudonyme Daten, wie zum Beispiel eine synthetische ID, die aber aus Sicht von Jentes ja zumindest für einen kurzen Zeitraum auf jeden Fall auch noch mit Login-Daten oder eigenen Customer-Daten verbunden werden kann. Selbst wenn man das macht, dann ist das ja eine Datenverarbeitung pseudonymer Daten. Das heißt, man bleibt voll im Anwendungsbereich der DSGVO. Für berechtigte Interessen braucht man eine Interessensabwägung und die muss man auch irgendwo dokumentieren. Dazu ist es dann erforderlich, dass man genau beschreibt, wie das System funktioniert, dass man die Interessen eben gegeneinander abwägt und eben aber auch die Sicherungsmaßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, die mit einem System wie Jentes verbunden sind, einmal aufschreibt. Für die Standardsvertragsklauseln, weil man ja immer noch pseudonyme Daten in die USA überträgt, bedeutet das auch, ja, sie müssen abgeschlossen werden. B, die Supplementary Measures müssen auch hier wieder dokumentiert werden. Und C, ein Transfer Impact Assessment ist erforderlich, also eine Risikoeinschätzung bezüglich des US-Transfers. Und auch diese Risikoeinschätzung muss dokumentiert sein. So viel erstmal aus juristischer Sicht. In aller Kürze, das war jetzt, glaube ich, eine ziemliche Ladung. Aber falls es Fragen dazu gibt, können wir die auch gerne jetzt oder nach dem Beitrag von Klaus Müller beantworten. Ich sage mal vielen herzlichen Dank, Herr Zimbrich. Es sind schon ein paar Fragen reingekommen. Ich würde aber vorschlagen, wir machen die so wie vorgesehen am Ende. Und für die Zuseher, Zuhörer, bitte weiter die Fragen reinschreiben gleich, damit sie ja nicht verloren gehen. So, Mini-Vorstellung zu Jentes. Wir sind ein Wiener Unternehmen und so wie es scheint, hat ein Wiener, der Max Schrems, hier ein Problem für europäische Firmen verursacht und wir treten hier an, Unternehmen zu helfen, dieses Problem wieder zu lösen. Wir sind seit Anfang 2020 unterwegs, der Thomas Tauchner und ich und gemeinsam noch drei weitere, also in Summe fünf Founder, haben diese Firma gegründet und wir haben sehr, sehr viel Erfahrung im Online-Marketing-Bereich, im Analytics-Bereich. Ich selber durfte über 4 Jahre für Google arbeiten und mit all dieser Erfahrung haben wir jetzt unseren Start gemacht, hier eine Lösung zu finden. Wir sind mittlerweile 24 Mitarbeiter, haben auch ein Entwicklungszentrum in Debrecen in Ostungarn und sind sehr stark im Dachraum tätig. Die Kernaussage seitens Jentes ist, dass diese Website Data Governance, also alles, was mit Daten auf der Webseite zu tun hat, dass das fundamentally broken ist, das heißt, dass das alles nicht mehr funktioniert,
Der Herr Zimbrich hat jetzt E-Privacy DSGVO beleuchtet. Darüber hinaus gilt es noch zu sagen, es ist das ganze Thema First-Party-Data. Auch Google sagt, wir können das nicht mehr machen. Du, lieber Unternehmer, musst selbst First-Party-Daten organisieren, die du uns dann übergeben kannst. Und in dem ganzen Ökosystem, Bad Data Quality, wir sehen einfach, dass Browser und Adblocker Datenqualität verzerren oder gar nicht durchlassen. Und ich zeige dann noch, wie schlimm das mittlerweile heute ist. Vereinfacht dargestellt, der Herr Zimbrich hat es in seiner Grafik schon gezeigt, de facto geht heute im konventionellen Tracking von der Webseite zum User alles direkt an Google, Facebook und Co. Das heißt, die gesamte Governance ist eigentlich nicht gegeben, weil wenn ich die Daten selbst nicht habe, wie will ich denn meine eigene Governance im Griff haben? Das heißt, die Daten gehen sofort zu Google vom User und nie zu Ihnen. Sie sehen sie dann vielleicht aggregiert, gesampelt, aber Sie haben die Daten nun mal nicht. Frems-2-Problem angesprochen, die Datenqualität und der Page-Speed auch nicht zu unterschätzen. Eine Webseite, die 10, 15, 20 JavaScripte verbaut, die lädt einfach langsamer. Und demgegenüber haben wir, sieht sehr einfach aus, ist es aber nicht. Wir ziehen von den Usern immer die Daten zurück zu dem Webseitenbetreiber. Somit arbeiten wir hier innerhalb der Sphäre des Webseitenbetreibers als Prozessor, Webseitenbetreiber als eindeutig Controller. Und somit schafft unser Kunde die Governance hinzubekommen, Schrems 2 zu lösen, zumindest mit diesen Supplementary Measurements. Die Qualität ist im Griff und der Page Speed hat sich auch massiv verbessert. Welche Stolpersteine warten? Ich gehe heute hier ganz kurz darauf ein, was Online-Marketer sehr stark interessiert, ist die Customer Journey. Die Conversion hat heute stattgefunden. Über welche Werbemittel hatte ich diesen User erreicht? Und wo sollte ich in Zukunft mehr Geld ausgeben? Wo will ich in Zukunft weniger Geld ausgeben? Das Ganze beruht natürlich auf Riesendatenmengen. Und wenn wir beginnen, mit unseren Kunden zu sprechen, dann sagen die meistens, ja, ja, wir haben unsere Daten eh im Griff. Wenn wir dann Gentis zusätzlich verbauen, dann können wir sehr schnell Dinge sichtbar machen. In einem Chrome-Browser zum Beispiel Daten, die durch einen Adblocker weggeblockt werden. In einem Safari-Browser Daten zusammenführen, die durch ITP, Intelligent Tracking Prevention, zerhackt werden. Man sieht dann nicht, wie oft der User davor schon auf der Webseite war. Dann wiederum Adblocker und auch für Datenpunkte eben ohne Consent, dass wir die auch sichtbar machen können, anonymisiert, / pseudonymisiert. Und somit sieht das Bild dann fundamental anders aus. In Zahlen ausgedrückt, in der perfekten Welt hätten die Unternehmen 100% der Daten. Durch den Consent fallen mal rund 20% weg. Wir haben auch schon Kunden gehabt, die über 30% im Consent verlieren. Wir haben aber auch die eine oder andere Bank, die offensichtlich aufgrund des hohen Vertrauens nur 15% im Consent verlieren. Zusätzlich verliert man dann Daten durch die Adblocker. Wir haben ja in Europa, in Deutschland, glaube ich, eine Rate von an die 23% der User, die einen Adblocker verwenden. Ist natürlich wieder sehr audience-spezifisch. Da gibt es welche, die verwenden sie häufiger wie andere. Auch das muss man abziehen. Und dann kommen noch die Technologien von Safari, Firefox und Edge. Und auch, wie wir mittlerweile wissen, auch ein Chrome-Browser, der auf einem Apple-Endgerät betrieben wird, muss diese Technologie unterstützen. Das heißt, der User wird nach 24 Stunden wieder zu einem neuen User, weil das Cookie, auch wenn es ein First-Party-Cookie ist, das über ein JavaScript gesetzt ist, wird gelöscht. Heißt, nur mehr 35-45% belastbare Daten. Und das kann für keinen Online-Marketer ausreichend sein. Wir denken da an die kaufkräftigen Apple-User, die hier alle nicht mehr in den Daten drinnen sind. Somit mit Gentis gelingt es uns hier mit einem serverseitig gesetzten First-Party-Cookie, das ist die sauberste Integration, die man heute machen kann, diese Technologie zu lösen. Es gelingt uns, durch Adblocker nicht blockiert zu werden mit einer Technologie, die wir entwickelt haben seit 2016. Und es gelingt uns auch, im Consent-Bereich durch diese Anonymisierung, Pseudonymisierung zumindest Daten überhaupt zur Verfügung zu stellen. Damit sieht man, dass man wieder sehr nahe an der perfekten Welt dran ist. Und das ist das Nonplusultra, das man heute machen kann. Noch einmal zusammengefasst, die SAC
Sparkasse, wie wir mit unseren Kunden das immer wieder hören, wer jetzt beginnt, die neuen Standard Contractual Clauses auszufüllen, der befindet sich eigentlich in einer Sackgasse. Er muss es ausfüllen, aber eigentlich kann er sie nicht so bestätigen, dass man Vorkehrungen treffen kann, dass man die Daten weiterleiten kann. Somit müsste man das gesamte Google Facebook Stack eigentlich ausbauen. Und das zweite ist dieses Thema Cookie unbedingt erforderlich. Wer hier mehr Informationen haben will, bitte eine E-Mail an first.party@gentis.com. Wir leiten diese Executive Summary gerne weiter, wo das noch einmal griffig für Ihre Organisation intern auch für die Weiterleitung zusammengefasst ist. Also E-Mail-Adresse first.party@gentis.com bitte. Hybrid Tracking. Wir sprechen bei Gentis von Hybrid Tracking. Sie haben es jetzt schon zweimal gesehen, was sich hinter Hybrid Tracking verbirgt. Jetzt noch einmal ein stärker runtergebrochen, wie man mit echten First-Party-Daten, mit einer gegebenenfalls nach wie vor möglichen Third-Party-Cookie-Unterstützung und der Datenschutzkonformität heute das Stack, das Tracking-Stack baut. Was Sie hier auf der linken Seite sehen, ist konventionelles Tracking. Das heißt, der User ganz unten dargestellt, bekommt ein Google Analytics Skript, ein Facebook Skript, ein Criteo Skript auf den Rechner geschickt. Diese Third-Party-JavaScripte laufen dort. Und wenn das, der Consent erteilt wird, dann dürfen die Einzelnen die Daten übersenden. Demgegenüber haben wir ein System gebaut, wo nur mehr ein Tracker verbaut ist unten. Dieser Tracker soll Daten an den Twin-Server schicken. Abhängig davon, ob Consent gegeben wird oder auch nicht, können wir Daten immer an den Twin-Server schicken, einmal anonymisiert, pseudonymisiert, einmal mit Personenbezug, wenn der Consent gegeben ist, und können im Twin-Server unseren Kunden ermöglichen, dass sie dort mit der Kontrolle einstellen können, wie sie die Daten weiterleiten wollen. Das ist der große Vorteil. Alle Daten müssen hier dann durch. Wir ersetzen sämtliche Third-Party-JavaScripte. Wir haben eine sehr saubere First-Party-User-Wiederkennung, weil wir serverseitig das Cookie setzen, das nicht gelöscht wird in den Safari-Browsern und Co. Und hier können Sie dann entscheiden, wie Sie die Daten weiterleiten. Wir sind sehr agnostisch unterwegs. Wir unterstützen jetzt schon mehr wie 50 Pixel und unsere Technologie ermöglicht es sehr einfach, weitere Pixel zu integrieren, die bei uns kostenlos verfügbar sind. Das gibt mehrere Vorteile. Zum einen sind Sie in Kontrolle, Sie sind einziger Controller, wir sind Prozessor. Wir können damit mithelfen, des Schrems 2 diesen Nebel wieder zu lichten. Es braucht trotzdem eine Dokumentation, wie es der Herr Zimbrich gesagt hat, aber es ist eine Lösung dafür. Und wir sehen 40-60% Datenuplift. Das heißt nicht nur, dass man datenschutzkonform ist, sondern fürs Marketing auch 40-60% mehr und bessere Daten. Sie haben eine zukunftssichere Architektur. Die Experten sind sich einig, dass diese Art von Hybrid- und serverseitigem Tracking die Zukunft ist. Es kann nicht mehr alles im Frontend laufen. Sie sind gewappnet für die cookielose Zukunft. Das heißt, Sie können vor 2023 jetzt schon alle Vorteile genießen und brauchen dann 2023 nichts mehr umstellen. Und wir können auch mithelfen, dass die Seitengeschwindigkeit sich verbessert und das führt de facto fast immer zu einem besseren Google Ranking. Das sind zumindest ein Auszug aus den Nutzen, die die Gentis Architektur ermöglicht. Wer hier jetzt mehr Interesse hat, und wir sind schon am Ende jetzt vom zweiten Vortrag, auf unserer Webseite unter Demos gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Jeweils zweimal in der Woche, also in Summe, bieten wir 4 Termine an, wo wir einmal eine Produktdemo machen und einmal einen Compliance-Check-In, wo im zweiten Fall jetzt unser Legal Counsel, die Mira, teilweise mit mir in einer offenen Session noch einmal viele Dinge erklärt und auch mittels Frage-Antwort zur Verfügung steht. Das bieten wir an. Ich lade Sie ein, sofort mal unter www.gentis.com sich hier zu registrieren für nächste Woche,
mehrere Termine und das ist bis Weihnachten auf jeden Fall einmal gibt es hier genug Termine. Wir haben auch in den letzten Wochen eine sehr starke Benutzung dieser Termine gesehen. Man ist auch mit anderen Firmen dann in so einem Termin drinnen. Man kann sich auch anhören, was andere Firmen für eine Frage stellen. Sehr gut. Damit wären wir mal von die rechtliche Verunsicherung und den Status quo zurzeit über eine Handlungsanleitung, wie man es technisch-technologisch hinbekommt, dass man für beide Dinge, nämlich für die Datenqualität und für das richtige Einholen des Konsens und andererseits für die Datenweiterleitung aus der EU hinaus Richtung USA, was man hier tun muss, damit man das richtig erfüllen kann. Herr Zimbrich, ich würde Sie da jetzt wieder aktiv reinholen. Ich sehe ganz fleißig viele Fragen schon in unserem Panel. Und die erste Frage würde ich gerne gleich an Sie übergeben. Hier fragt ein User, reicht Anonymize IP und die Einwilligung für die Nutzung von Google Analytics? Fragezeichen. Schrems 2? Fragezeichen. Also bei Google Analytics ist es kompliziert. Und die Anonymize IP aus unserer Sicht, solange noch, und das ist bei Google Analytics in der Regel so, zusätzlich ein Cookie mit einer ID gesetzt wird, ändert es eigentlich nicht viel. Und dann bleibt es eigentlich dabei, dass eine Einwilligung auch erforderlich ist. Ich darf hier vielleicht noch technisch nur ergänzen, Googles Anonymize IP anonymisiert die IP-Adresse innerhalb der USA, also außerhalb des Rechtsraumes der EU. Und ich glaube, Herr Zimbrich, was bei der Anonymisierung wichtig ist, vor allem auch, wo sie stattfindet, oder? Auf jeden Fall. Also wenn man sich das mit dem vor dem Hintergrund von Schrems 2 betrachtet, ist es entscheidend, irgendwie, wenn man anonymisiert, das muss in Europa geschehen, bevor ein Transfer stattfindet, sonst hat man ja überhaupt gar keine Veränderung. Also die Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google, damit Google dann anonymisiert, ist aus Sicht desjenigen, der übermittelt, kein tauglicher Weg, um aus dieser Situation irgendwie rauszukommen. Das ist eine Frage, die wir auch immer wieder gestellt bekommen. Und ich bin ja selbst Ex-Googler und dann gibt es auch immer die Ansagen, Google wird das schon hinbekommen. Wenn man aber rechtlich einmal verstanden hat, dass Google es selbst nicht lösen kann, weil sie als amerikanisches Unternehmen einfach außerhalb der EU gelten und alles, was sie dann tun, ist nicht mehr innerhalb der EU und da reicht es auch nicht, eine irische Niederlassung zu haben. Ich glaube, das zeigt, dass Google hier noch über längere Zeit Schwierigkeiten haben wird, europäischen Unternehmen eine echte Lösung anzubieten. Ich würde zur nächsten Frage weitergehen. Heißt, wenn Gentis eingesetzt wird, muss ich keine Cookie-Einwilligung über meine CMB mehr für AdTech und MarTech-Anbieter und das Setzen der Cookies einholen? Ich würde Ihnen wieder mal den Vortritt lassen und würde dann noch ergänzen. Soll ich Ihnen die Frage noch einmal vorlesen, Herr Zimbrich? Ich habe es schon verstanden. Es ist, glaube ich, zum einen, glaube ich, ein technisches Thema und ich glaube, da sind Sie, Herr Müller, glaube ich, im Lead, weil auf dem Renutzerrechner ist zumindest mein Verständnis, würden gar keine AdTech bzw. MarTech-Cookies mehr platziert werden, wenn man Gentis entsprechend einsetzt und konfiguriert. Es wird ein Gentis-Tag gesetzt, also ein Tag, sicherlich etwas mehr als ein Cookie. So, und ob dann jetzt noch ein Einwilligungserfordernis besteht, dafür, das hängt von der Konfiguration ab. Wenn man das entsprechend konfiguriert, dass man eben die Daten dann im Gentis-User-Interface entsprechend anonymisiert bzw. pseudonymisiert, bevor sie irgendwo anders hingehen und auch die Nutzungszwecke entsprechend beschränkt sind, auch für die Eigennutzung der Daten, dann gibt es ein ganz gutes Argument, dass man keine Einwilligung mehr braucht für das Setzen des Cookies. Dann kann man sagen, man nutzt Gentis als Anonymisierungs- bzw. Pseudonymisierungstool, um eben den Anforderungen des Schrems 2-Urteils nachzukommen, um eine datenschutzfreundliche Grundeinstellung zu gewährleisten. Und damit kommt man dann auch hin, dass man als erforderlich im Sinne von 25 TTDSG angesehen wird. Ich will gar nicht aus juristischer Perspektive, das ist alles ein bisschen, es ist natürlich noch offen, das TTDSG ist noch gar nicht in Kraft. Und wie genau dieser Begriff der Erforderlichkeit ausgelegt wird, das wird sich noch zeigen. Aber wir wissen, dass die Datenschutzbehörden derzeit auch an einer Überarbeitung der Handreichung für Telemediendienstanbieter sitzen. Und nach allem, was wir hören, soll
es etwas ausgeweitet werden, was man als erforderlich betrachten kann. Und deswegen glauben wir, dass wir da auch ein sehr, sehr gutes Argument dann haben. Umgekehrt dann, wenn eine Einwilligung erforderlich sein sollte, werden die Anforderungen aber wohl auch deutlich angezogen. Stichwort Reject All Button auf dem ersten Layer, Stichwort kein Nudging, gleiche Größe, gleicher Farbkontrast und so weiter, alle Einstellungen. Das, nach allem, was wir hören, wird in dieser neuen Version der Handreichung stehen. Insofern ist es aber sehr positiv für ein Tool wie Yantis, dass eben dieser Bereich der unbedingten Erforderlichkeit jetzt nicht eingeengt wird, sondern ein kleines bisschen ausgeweitet werden soll. Und dass man dann eben da auch wohl guten Argumentationsgrund findet, belastbaren Argumentationsgrund findet. Ich darf hier noch ergänzen, wir erklären unseren Kunden immer, erstens, es ist deine Entscheidung. Wir können Informationen liefern, aber die Entscheidung liegt natürlich bei unseren Kunden. Und das Szenario, das wir zurzeit sehr stark als den Use Case sehen, ist, User kommt auf ihre Webseite, man kann sofort einmal tracken beginnen, nämlich anonymisiert, pseudonymisiert. Man blendet aber trotzdem die Consent Management Bar ein, also die Consent Bar ein, weil in dem Moment, wenn mir die User den Consent gibt, kann ich ja auch personenbezogene Daten sammeln und die helfen mir immer noch mehr. Das heißt, ich habe ein zweistufiges Verfahren sofort mal anonymisiert, pseudonymisiert und will aber zusätzlich noch dem User sagen, gib mir bitte deine Einwilligung, dann kann ich noch zusätzlich Dinge für dich machen. Wenn er mir die nicht gibt, habe ich zumindest Fallback-Daten. Aber wenn er die mir gibt, ist noch besser, weil dann habe ich alle Daten. Ich würde zur nächsten Frage gehen. Es ist wirklich super erfreulich, wie viele Fragen hier reinpurzeln. Es gibt die Frage, wird es Vorlagen zu der Dokumentationspflicht für Endkunden geben, um Gentis ohne Consent zu nutzen? Von unserer Seite darf ich sagen, ja, natürlich. Wir werden das auch mit Field Fisher, mit dem Herrn Zimbrich und mit anderen Kooperationspartnern uns anschauen. Die Letztverantwortung liegt natürlich immer bei unseren Kunden, beziehungsweise auch bei den beratenden Unternehmen, die dem Kunden zur Seite stehen, hier eine gemeinsame Entscheidung zu treffen. Wir von unserer Seite werden hier sicherlich noch mehr an Material zur Verfügung stellen. Hier auch eingeblendet, diesen One-Pager können wir gerne mal durchschicken, was wir jetzt schon haben. Und wer hier spezielle Wünsche an uns hat, auch jederzeit bei uns melden. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen, unseren europäischen Kunden hier zur Seite zu stehen, dass man es noch leichter umsetzen kann. Hätten Sie hier dazu noch zu etwas zu ergänzen, Herr Zimbrich? Im Moment nicht, nein. Okay, dann gehe ich mal weiter. Ich versuche auch Leute, die mehrfach Fragen gestellt haben, ich versuche mal die Leute, die die erste Frage gestellt haben, dranzunehmen. Hier kommt eine Frage zum Pricing. Haben Sie Angebote auch für kleinere Webseiten? In der Tat haben wir, wiewohl wir hier noch wahrscheinlich für ganz kleine Unternehmen ein bisschen oberhalb der Fahnenstange sind. Aber wir können beginnen, einzelne Pixel beginnen im Bereich 100, 150 Euro im Monat und eine Gesamtpixellösung beginnt ab 500 Euro im Monat. Das wäre das Pricing, ohne hier jetzt zu sehr in die Details einzusteigen. Und freut mich auf jeden Fall, dass Sie das sehr spannend finden, was Sie da in der Frage noch mitsenden. Die nächste Frage, ist die Lösung auch zur Nutzung für Schweizer Kunden geeignet? Ist natürlich toll, wenn hier jemand aus der Schweiz eingewählt ist. Herr Zimbrich, wie sehen Sie hier die Antwort? Naja, ich bin ja nun Anwalt aus Deutschland. Ich darf gar nicht so viel zur Schweizer Rechtslage sagen. Aber mit aller Vorsicht, also die Schweizer sind ja, was Schrems II angeht, dann auch, haben eine entsprechende Entscheidung auch getroffen und sind dem EuGH gefolgt. Grundsätzlich ist es so, dass die Schweiz sich sehr, sehr, sehr eng orientiert an dem, was datenschutzrechtlich in der Europäischen Union passiert. Insofern würde ich jetzt erstmal davon ausgehen, dass der Spielraum, der in Europa besteht, dann auf jeden Fall auch in der Schweiz besteht, hier durch das, was wir hier besprochen haben. Es ist sehr, 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 sehr selten, dass die Schweiz an irgendeiner Stelle strengere Regelungen hat als die Europäische Union. Ja, in der Schweiz darf ich noch mit meinem bescheidenen Rechtswissen hier anfügen.
In der Schweiz tritt ja nächstes Jahr im Juni in Kraft das neue Datenschutzgesetz, DSG, wo es interessanterweise auch härtere Strafen gegenüber der Geschäftsführung gibt. Andererseits gibt es wieder weichere Lösungen, um den Konsens einzuholen. Also das ist spannend, dass die Schweiz hier schon einen eigenen Weg geht. Aber alles, was ich weiß, ist Schrems II dort das ganz gleiche Problem wie innerhalb der EU. Und so wird es uns auch von den Datenschutzbeauftragten gemeldet. Die nächste Frage ist, was unterscheidet den Gentest Tag Manager vom Google Tag Manager? Herr Zimbrich, wollen Sie es rechtlich mal beantworten? Herr Müller, fangen Sie mal kurz technisch an. Ich glaube, dann kann ich am Ende Ja. darauf aufsetzen und vielleicht noch zwei, drei Ja. rechtliche Aspekte. Also technisch ist es so, dass wir, weil wir ja nur einen serverseitigen Tag Manager entwickelt haben, viele Dinge nicht mehr machen mussten, weil wir keine alte Welt entwickeln brauchten, sondern wir sehr innovativ für die neue Art des Taggings das entwickelt haben. Wir können von einem serverseitigen Tagging Skripte in das Frontend reinbringen und Skripte auch serverseitig ausführen. Das ist die Technologie. Und hier haben uns sehr viele Experten schon beschieden, dass das sehr, sehr gelungen ist, wie wir das umgesetzt haben, auch punkto Usability. Wir haben da jetzt unlängst auch gegenüber Dilium und Co. sehr großes Lob bekommen. Das ist einmal das, was wir technisch anbieten. Vom Betrieb her, wir betreiben das ganz sauber rein in einer innereuropäischen Cloud. Die Kunden können sich zwischen zwei Clouds entscheiden und wir können damit sicherstellen, dass das gesamte System sauber innerhalb der EU läuft. Und das ist auch schon das, was uns berichtet wird technisch, dass in dem Moment, wenn ich den Google Tag Manager, die Google Server-Side Tag Management Lösung betreibe, dass das eigentlich nur vorgesehen ist, dass ich sie in der Google Cloud mache. Damit habe ich schon das Schrems 2 Problem. Wenn ich dann andere Pixel wie ein Criteo Pixel oder ein AdForm Pixel über Google Server-Side Tagging betreibe, dann importiere ich mir das Schrems 2 Problem, weil ich dann innereuropäischen Traffic über die USA quasi lenke, dann wird jedes Pixel zum Problem. Und den Container in einer anderen Cloud zu betreiben, wird uns berichtet, wird zu guter Letzt nicht supportet von Google. Und Google bestätigt auch nicht, dass dieser Container gar nicht mit Ihnen kommuniziert. Das heißt, unsere Empfehlung ist immer von Google schriftlich sich bestätigen lassen, dass diese Lösung datenschutzkonform ist. Und wenn Sie das nicht schriftlich bestätigen, dann wird es einen Grund haben, wieso Sie das nicht machen. Da haben Sie jetzt alle rechtlichen Themen eigentlich auch schon adressiert. Also sicherlich ist das wesentliche Thema hier die Frage, ist schon mit der Nutzung eines bestimmten Tools ein Auslandstransfer verbunden? Und das ist natürlich bei einem europäischen Unternehmen mit Servern in Europa nicht der Fall, während es bei einem Unternehmen, das die jeweiligen Infrastrukturen eben nicht in Europa vorhält, automatisch auch zum Datentransfer kommt. Das lässt sich auch technisch gar nicht richtig verhindern. Dann hat man ja hier noch auch einen rechtlichen wesentlichen Unterschied, und das hatten wir in dem Vortrag ja auch schon angesprochen. Also der Google Tag Manager ist mein Verständnis, ist im Prinzip ja tatsächlich nur so eine Art Container, der schleift dann doch die ganzen einzelnen Tracker durch. Und wenn ich im Google Tag Manager sage, ich möchte Criteo und AdForm und The Trade Desk und Xandr verbauen, dann ermöglicht man damit Xandr und Criteo und AdForm und The Trade Desk einen direkten Zugriff auf die Daten, die der Browser eben erzeugt und aussendet. Und diese Kontrolle über diesen Katalysator, dieses Sieb, das Filter, den Gentest da anbietet, die hat man dann eben nicht in der Form. Also Sie können das auf jeden Fall besser erklären wie ich. Sorry, wenn ich da gewildert habe in Ihrem Revier, Herr Zimbrich. Ich würde gerne zwei Fragen noch dazu nehmen und dann versuchen, dass wir auf ein Schlusswort kommen. Eine Frage, die ich gerne noch thematisieren möchte, ist, wie kann Max Schrems und Co. von außen feststellen, ob der Twin-Server korrekt eingestellt ist und keine Daten ohne Anonymisierung weitergeleitet werden? Eine sehr spannende Frage. Technisch gesehen, alles, was vom Frontend weggeschickt wird, kann man sehr leicht überprüfen. Das heißt, das kann jeder von uns sich anschauen, was auf einer Webseite weggesendet wird,
Wird es erst nach dem Consent geladen und weggesendet oder schon davor? Das ist sehr leicht überprüfbar. Alles, was serverseitig passiert, ist in der Tat nicht mehr überprüfbar. Das heißt, es kann keine Behörde, kein Journalist einfach mal schauen, was Daten serverseitig weitergeleitet werden. Wir würden es natürlich auch sehen, wie die Kunden das eingestellt haben. Und wir wollen hier auch, dass unsere Kunden das möglichst sauber machen, weil damit natürlich auch ein Gesamtimage der neuen Lösung verbunden ist. Das heißt, wir werden hier sicherlich auch sehr viel Unterstützung geben. Schreibt aber auch so ein Tracking-Experte wie der Simo Ahava, dass Server-Side-Tracking auch, dass wir uns selbst verordnen müssen, dass wir das wirklich auch sauber machen, weil es de facto nicht mehr überprüfbar ist. Hier gibt es auch noch einen rechtlichen Aspekt vielleicht zur Ergänzung. Das ist ja nicht so, dass die Behörden oder auch ein sonstiger Kläger da die Beweislast trüge oder zumindest nicht die volle Beweislast. Unter der Datenschutzgrundverordnung gibt es das Prinzip der Rechenschaftspflicht. Und das bedeutet, dass man, wenn man mit einer Behörde spricht, dass die Behörde im Prinzip nach der Darlegung fragen kann, warum das alles in Ordnung ist. Und nicht umgekehrt einem die Behörde nachweisen muss, dass es nicht in Ordnung ist. Gut. Jetzt ist noch eine Frage zum Consent Mode von Google gekommen. Herr Zimbrich, Consent Mode Google, wie sehen Sie das? Vielleicht geben Sie mir kurz noch 3, 4 Stichworte, damit ich das richtig einordnen kann. Consent Mode ist von Google eine Lösung, dass man, wenn kein Consent gegeben wird, dass man trotzdem erkennen kann, dass der User auf der Webseite war und dass eine Conversion stattgefunden hat. Also Google übernimmt sozusagen zumindest 2 Datenpunkte von der Webseite und schickt diese Daten wiederum vom Client direkt an Google. Da müsste man sich sehr genau angucken, wie das technisch gelöst ist, um da eine Aussage treffen zu können. Aber grundsätzlich ist es ja unabhängig jetzt vom Google Consent Mode oder von irgendwelchen anderen Tools so, dass sobald eben auch eine ungekürzte oder einfach eine Datenverbindung aufgebaut wird und eine IP-Adresse in dem Zusammenhang auch übertragen werden kann, irgendwie, dass man sich dann schon damit befassen muss, ob das irgendwie nicht doch eine Auslandsübertragung ist und dann eben auch entsprechende Rechtsgrundlagen dafür vorhanden sein müssen. Also es gibt viele technische Lösungen und vielleicht hat Google hier auch was gefunden, was funktioniert. Was man, glaube ich, generell sagen kann, dass Google nicht so wahnsinnig transparent ist mit dem, wie sie funktionieren und was sie tun und dass deshalb eine Bewertung von außen auch immer ein bisschen schwerfällt. Herr Zimbrich, dann ergänze ich noch einmal. Google schickt hier die Click-ID durch und die volle IP-Adresse an eine Google-Domäne. Es ist zwar eine separate Domäne, die sie gemacht haben, aber es ist trotzdem eine Google-Domäne. Ja, aber das, also wie gesagt, das ist jetzt für mich ja so ad hoc, ist es schwierig zu bewerten. Und da würde ich jetzt auch ungern irgendwie eine rechtliche Aussage zu treffen. Man muss es sich immer im Einzelfall angucken. Es gibt Umstände, wo das okay sein mag und wo das funktionieren kann. Es gibt Umstände, wo das unter Umständen nicht funktioniert. Generell muss man wirklich immer genau hinschauen und sich die technische Lösung auch genau angucken. Aber alles, womit der Nutzer eigentlich nicht rechnet und gerade dann, wenn eine Einwilligung angeboten wird, aber nicht angenommen wird und trotzdem Datenverarbeitungen passieren, die einwilligungsbedürftig sind und das ist völlig unabhängig von Google, dann hat das natürlich immer ein Geschmäckle. Geschmäckle, ein wunderschönes Wort. Herr Zimbrich, wir sind wirklich am Ende der Zeit. Die Teilnehmer sind total stark drinnen geblieben. Also obwohl wir jetzt de facto schon fast die Stunde voll haben, sind nur ganz, ganz wenige raus. Also offensichtlich ganz hohe Relevanz hier auch bei Frage-Antwort. Darf ich Sie um ein Schlusswort bitten für heute? Ein Schlusswort, ja. Also aus anwaltlicher Perspektive kann man nur sagen, es bleibt ein spannendes Feld. Gentest ist tatsächlich eins der wenigen Tools, die mir jetzt untergekommen sind, die tatsächlich hier eine Veränderung auch in der rechtlichen Bewertung herbeiführen können, ohne dass man auf wesentliche Funktionalitäten verzichten muss. Insofern wirklich sehr spannendes Produkt. Es bleibt insgesamt vom regulatorischen Umfeld im nächsten Jahr wahnsinnig spannend und da wird sich sehr, sehr viel bewegen. Es wird die Frage bleiben, ob wir durch Standardisierung insgesamt vielleicht auch eine
Lösung finden, die für den Markt bedeutet, dass man relativ einfach off the shelf irgendwas einkaufen kann und dann ist man auch compliant. Das zeichnet sich bisher allerdings eher nicht ab. Und es ist eine interessante Zeit, in diesem Feld Anwalt zu sein. Vielen Dank dafür, für die Zuhörer zu sehr. Bitte einfach melden. Wir können gerne auch in einer Dreierkonstellation Details noch einmal besprechen. Bitte an das Halloween-Bild denken, nicht abschrecken lassen, sondern einfach diesen Schritt nach vorne machen. Und da steckt ganz viel auch an Verbesserungspotenzial drinnen für Ihr Unternehmen. Und genau das gilt es zu heben. Und wir sind hier in Europa federführend. Ich habe das schon erlebt. Ich bin ein Kind der 70er Jahre. In den 80er Jahren ist der Umweltschutz gekommen mit einem Katalysator. Und viele europäische Firmen sind Weltmarktführer geworden auf diesem Gebiet, weil wir einfach gezwungen waren, als Erste zu agieren. Und deswegen lade ich alle ein, hier aktiv mitzumachen. Vielen Dank auf jeden Fall für die Zeit. Und wir werden unsere Webinarserie auf jeden Fall fortführen. Bitte jederzeit wieder über unsere Webseite schauen, was es an Folgewebinaren gibt. Einen schönen Donnerstagtag noch. Liebe Grüße. Vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss.